Hallo, heute spielen wir Set Junior. Nach dem Welterfolg-Set gibt es nun auch eine Version für euch junge Spieler. Ein Set bei Set Junior besteht aus drei Karten, die in Form, Farbe und Anzahl entweder komplett gleich oder komplett unterschiedlich sind. Das schauen wir uns gleich mal an. Auf dem Spielplan habt ihr jede Menge Sets. Aber was ist ein Set überhaupt? Ein Set besteht aus drei Karten, bei denen die Farbe entweder komplett unterschiedlich ist oder komplett gleich. Ebenso bei der Form. Entweder komplett unterschiedliche Formen oder gleiche Formen. Bei der Anzahl auch. 1, 2 oder 3 Symbole oder alle gleich. Bei diesem Set habt ihr zwei gleiche Eigenschaften, nämlich die Form und die Anzahl. Die Farbe ist verschieden. Hier haben wir ein Set mit zwei Eigenschaften, die unterschiedlich sind, nämlich die Anzahl und die Form. Das Grüne ist gleich. Hier habt ihr ein komplett unterschiedliches Set in allen drei Eigenschaften. Bei Set Junior gibt es zwei Seiten des Spielplans. Wir beginnen mit Set für Einsteiger. Hier lernt ihr gleich die verschiedenen Sets zu erkennen. Alle Spieler haben immer drei Plättchen auf der Hand und legen eins davon auf das vorgesehene Feld des Spielplans. Immer wenn du mit deinem Plättchen ein Set vervollständigst, also das dritte Plättchen in einer Reihe, Spalte oder Diagonale legst, bekommst du einen Punkt. Wenn du mit deinem Plättchen gleich zwei oder mehrere Sets vervollständigst, bekommst du natürlich auch mehr Punkte. Dann ziehst du ein Plättchen nach. Wenn alle Plättchen gelegt wurden, gewinnt der Spieler mit den meisten Punkten. Jetzt weißt du, was ein Set ist und bist bereit für die zweite Spielplanseite. Wir drehen den Spielplan um und mischen die Kärtchen. 10 Plättchen werden offen auf die orangen Felder gelegt und schon kann's losgehen. In der Variante Set für Schlaufüchse sucht ihr gleichzeitig nach Sets. Hast du eins gefunden, rufst du laut Set und zeigst es den anderen. Ist das Set richtig, schnapp es dir und leg's vor dir ab. Nun bekommst du ein Punkteplättchen und füllst ganz schnell wieder auf. Ist das Set falsch, bleiben alle Plättchen auf dem Spielplan und du gibst einen Punkt zurück. Das Spiel endet, wenn der Nachzugstab leer ist und ihr kein Set mehr findet. Dann zählt ihr die Punkte und der mit den meisten hat gewonnen. Und nun viel Spaß bei Set Junior!